Insgesamt 27 Briefe schrieb Prinz Charles in den Jahren 2004 und 2005 an britische Minister. Nach einem verlorenen Rechtsstreit gegen die Tageszeitung The Guardian musste die Regierung die Korrespondenz jetzt veröffentlichen. Die britische Öffentlichkeit diskutiert nun, wie weit der Einfluss eines künftigen Königs in die Politik des Landes gehen darf.